Ja, erstens einmal muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen für die gezeigte Leistung hier. Ich denke, wir haben lange Zeit dem LASK sehr gut Parole bieten können. Natürlich war der LASK in gewissen Phasen natürlich sicht noch die reifere Mannschaft. Wir haben das einfach mit hoher Laufbereitschaft, mit großem Einsatz, mit einer großen Einsatzbereitschaft wettgemacht und haben leider die große Chance auf dieses 2-0 dreimal vergeben. Einmal schon erste Halbzeit, wo wir die Aktion sehr schön herausgespielt haben. Und dann vor allem zweite Halbzeit, wo Straude ganz allein auf dem Schlager zuläuft und sich leider für die falsche Entscheidung getroffen hat und auch Petzere bis auf den Ball dann nicht mehr hinkommen. Ich denke, bei 2-0 war es für den LASK schwer gewesen, in das Spiel zurückzukommen, weil wir einfach wirklich gut gestanden sind, gut gearbeitet haben. Ja, und danach, nach dem Ausgleich, nach diesem 2-1, ist einfach die Mannschaft wieder mit der letzten Minute zurückgekommen. Hat sie sich auch verdient, muss ich sagen, diesen Ausgleich. Natürlich dann in der Verlängerung, der LASK hat den großen Vorteil, dass sie schon 3 Pflichtspiele in die Füße hat. Wir natürlich dementsprechend auch umgestellt haben, damit hat sie für den LASK doch mehr Räume ergeben und dass die kicken können, das wissen wir schon die letzten Jahre, dass sie da sehr was entwickelt hat beim LASK und da hat sie dann einfach die Routine und auch die Qualität dann durchgesetzt. Aber wie gesagt, ich kann meiner Mannschaft den keinen Vorwurf machen, will auch gar nicht, im Gegenteil. Ein großes Lob für diese Leistung hier. Das weinende Auge ist natürlich, dass wir halt hier doch die Sensation schaffen hätten können. Aber hätte, wäre, Fahrradkette, bringt uns nicht weiter. Aber trotz allem hat man gesehen, dass in dieser Mannschaft einiges drinnen ist. Und ich hoffe, dass wir das natürlich auch in der Meisterschaft, die was ja für uns sehr wichtig ist, auch dementsprechend umsetzen können. Sie haben die gelbe Karte bekommen? Nein, stimmt nicht. Ich habe nicht die gelbe Karten bekommen. Das ist eine Falschmeldung. Hat Matthias Imhoff bekommen. Okay. Nicht, dass ich schon wieder der Böse bin. Ja, nein, Matthias Imhoff hat die bekommen. Was nimmt man jetzt mit aus dem Spiel? Ich meine, ihr habt so lange keine Wettkampfpraxis gehabt. Das war das erste Spiel. Ihr schießt 3 Tore. Ihr lebt bloß wie die Feuerwehr. Also da waren ja so viele Pluspunkte heute. Was nimmt man da noch mit und was ist in der Liga noch möglich? Erstens haben wir 10 Punkte, haben wir ein mächtiger Brocken, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen nicht auf den Gegner schauen, weil das bringt uns nichts, wir müssen auf unsere eigenen Sachen schauen, aber von dem Spiel ist es schwer, irgendwas da jetzt mitzunehmen, weil es ist natürlich immer Bundesligist gegen Zweitligist, man bekommt mehr Räume, man kann sich auch besser durchspielen als in der Liga selber. Zweite Liga ist doch eine andere Struktur, auch bei den anderen Mannschaften. Aber trotz allem müssen wir natürlich unsere Qualität, ich tue mir immer schwer, weil man immer von Qualität redet. Qualität allein bringt ja keine Punkte und schießt keine Tore. In dem Sinn müssen wir aber unsere Möglichkeiten, was wir in der Mannschaft haben, vom Potenzial her gut umsetzen. Weil es wird natürlich auch so sein, dass wir in der Liga natürlich nicht gegen einen Gegner spielen, der was so immer einen guten Spielaufbau hat, einen kontrollierten und schon sehr eingespielten Spielaufbau hat. Da müssen wir wahrscheinlich mehr dafür tun, für dieses Spiel. Und das müssen wir halt dann in der Liga umbringen. Aber natürlich kann man auf so eine Leistung wie heute natürlich schon sehr stolz sein und aufbauen, auch wenn das im Endeffekt nicht gereicht hat. Vielleicht noch einen Satz zu Ihrem neuen Goalie, Leider von Union Berlin. In seinem ersten Spiel, er hat bis auf einen kleinen Fangfehler mal einen sehr souveränen Eindruck gemacht. Das hat er schon in der Vorbereitung in gewissen Spielen gezeigt, dass er dieser Rückhalt sein könnte, der was auch Spiele dann vielleicht einmal entscheiden kann mit einer Abwehr. Das hat er schon in die Spiele gegen Liefering gezeigt und auch vorher schon gegen Kapfenberg. Sehr talentierter Tormann mit einer großen Zukunft und ich hoffe, dass er bei uns den Schritt machen kann, der was ihm für seine Karriere helfen wird. Die LASK-Abwehr, man darf nicht vergessen, im Cup bisher noch kein Gegentor gehabt. Waren Sie überrascht, wie leicht Sie da zum Kopfball gekommen sind? Und der LASK hat ja noch einen Standard-Gegentor bekommen und auch das dritte Tor war nach einer hohen Hereingabe. Waren Sie überrascht, wie anfällig die hinten in der Defensive sind? Überrascht war ich jetzt nicht. Ich bin einfach durch den Ball durchgelaufen, bin, ich glaube, super hinkommen, habe ihn super gesetzt und super ins Match gestartet, echt. Und auf den Gegner konzentriere ich mich jetzt nicht, ich schaue auf uns und der Ball ist eine super Reingabe von Greili gewesen.
Ja, perfekt rein, perfekt aufgegangen einfach alles.